20 auf 40 runterdrosselt. Die Fahrspur, also die Breite der Fahrspur, aber konstant ist oder hier auch noch verjüngt wird, dann ist klar. Dann ist klar, dass es hier zum Stau kommt. Das ist wie beim Volumenstrom von Flüssigkeit. Diesmal von der Autobahn aus. Ich hatte heute Morgen keine Lust, durch die Stadt zu eiern. So großartig eine Landstraße ist hier gerade nicht so. Jedenfalls in der Ecke. Ein bisschen Tempo raus. Könnt ihr mich ein bisschen besser verstehen. Tagen hatte ich, bin ich abends so ein kleines Rundchen gefahren und es wird ja auch schon verdammt schnell dunkel wieder. Da hatte ich, da kam es zu einem Wildwechsel vor mir von zwei jungen Böcken. Ich schätze mal, ich war maximal 2 Jahre alt, aber so genau kann ich es nicht mehr, also ich habe mich auch nicht darauf konzentriert, ich habe mich eher darauf konzentriert, eine Lücke zwischen dem, eine Lücke zu finden, wo ich dran vorbeifahren kann. Und ich bin gerade falsch gefahren. Naja, wie ihr seht, also mir fehlt nichts, dem Motorrad fehlt nichts. Ich konnte noch rechtzeitig bremsen und ausweichen. Die im Lichtkegel stehen bleiben und dann so eine ganze Rotte die Straße blockieren. Also im Auto hatte ich das schon mal, da habe ich das Licht ausgemacht und dann ging's. Nur bei dem Motorrad und wie auch bei meinem neuen Auto ist das Problem, dass ich das Licht nicht mehr ausschalten kann. Also beim Auto habe ich Automatikknopf oder Licht Dauer an. Aber Licht aus gibt es nicht. Genauso hier bei dem Motorrad, da kann ich wählen zwischen Ablendlicht und Fernlicht. Aber ausmachen. Bisschen blöd. Ich meine, gibt's da, ist das nur wegen der Sparerei oder gibt es da irgendwie eine Richtlinie, dass man das Licht nicht mehr ausschalten darf? Ich meine, hier habe ich ja noch das, hätte ich dann das Problem, wenn die Batterie schwach ist, dass dann, dass ich dann die Zündung einschalte, da geht natürlich das Ablendlicht mit an. Wenn die Benzinpumpe aber nicht genug Druck aufbaut, dann kann ich treten mit dem Tretstarter so viel ich will. Da springt die Maschine einfach nicht von an. Der Tretstarter ist ja eigentlich dafür da, dass wenn mal die Batterie ausfällt,
dass ich dann die Maschine noch gestartet bekomme. Oder sagen wir mal, die Batterie nicht stark genug ist, um den Anlasser durchzudrehen. Aber drehen wir hier auch noch rum. Hier geht's schon.